Ich habe dir doch von diesem Typen erzählt, ne, mit dem ich mich da an der Bar getroffen habe. Und gestern sind wir uns näher gekommen. Und oh, das war so krass. Der kann auf jeden Fall richtig gut Brüste anfassen. Ja, das klingt jetzt total komisch, aber viele Typen haben das überhaupt nicht drauf. Aber der, oh, das war einfach so geil. Der wusste genau, wie er mich berühren sollte. Also der kennt sich mal mit Frauen aus. Krass. Echt super geil. Viele Männer sind wirklich unsicher, wie sie am besten die Brüste einer Frau anfassen und liebkosen sollen. Und deshalb haben wir jetzt 10 Dinge zusammengestellt, die Brüste auf jeden Fall lieben. In diesem Video erfährst du also zuerst, wo du Brüste am besten anfasst, damit sie richtig viel Spaß haben, also die Frau dahinter natürlich, wie du sie am besten berührst und stimulierst und dann auch, wie du am besten strategisch vorgehst, also wo man beginnt und wie man sich dann weiter in die Höhen der Lust vorarbeitet. Frauen sind verschieden. Ja, wer hätte das gedacht? Also, nicht jede Frau möchte hart an den Brüsten angefasst werden. Einige sind durchaus sehr sensibel und andere empfinden wiederum gar keine Lust. Das kann sich im Laufe des Alters ändern und das ist auch von dem Zyklus abhängig, in dem sich die Frau gerade befindet. Das bedeutet, kurz vor der Periode sind die meisten Frauen sehr sensibel im Brustbereich. Das bedeutet also, dass es an einem Tag angenehm sein kann für sie, in der Woche danach aber schon unangenehm oder genauso umgekehrt. Also immer weiter offen bleiben dafür, experimentieren, aber dabei natürlich in Kommunikation bleiben, auf ihre Körpersprache achten und gucken, was ihr gefällt. Experimentieren heißt auch, dass man neue Dinge ausprobiert. Viele Frauen kennen ihre eigene Erregbarkeit, gerade im Bereich der Brüste, nur sehr begrenzt. Das heißt, du kannst ihr helfen, indem du verschiedene Techniken ausprobierst, ihr auch zu helfen, einen neuen Teil von ihrer Lust zu entdecken. Stimulier doch ihre Brüste auch schon mal, bevor du sie auspackst. Bei vielen Frauen kommt es sehr klischeemäßig rüber, dass der BH ausgepackt wird und direkt die Hände auf den Brüsten liegen. Das Ganze kann man ja auch ein bisschen abwandeln und vielleicht auch schon vorher die Brüste anfassen, wenn der BH noch drum ist oder wenn sogar das T-Shirt noch drüber ist. Man kann ja auch, selbst wenn man in der Öffentlichkeit unterwegs ist, wie zufällig mit dem Armstreifen oder mal mit den Fingerspitzen beim in den Arm nehmen, zwischendurch ein bisschen an der Seite, durch den BH, durch den Pulli durch und so weiter, die Brüste schon mal ein bisschen vorstimulieren. Ist natürlich die Frage, wie weit man in der Öffentlichkeit gehen will, zu weit nicht, aber es geht ja auch um das vor dem Auspacken. Das heißt, du zeigst ihr vorher schon, oh wow, ich freue mich darauf, wie so ein kleines Kind, was sich auf die Weihnachtsgeschenke freut. Und das kann man ihr auch sagen. Das heißt, sagen, hey, ich freue mich total drauf, irgendwie deine Brüste finde ich total gut, schön, angenehm, gut riechend, was auch immer dich gerade fasziniert an den Brüsten, sag ihr das. Wenn du dann am Auspacken bist, dann würdige auch gerne ihre Unterwäsche. Die meisten Frauen geben sich nämlich wirklich viel Mühe bei der Auswahl ihrer Unterwäsche. Und dann ist es eigentlich zu schade, wenn das Ganze nur runtergerissen wird, schnell weggeworfen wird, damit es weitergehen kann. Nein, zieh sie aus und bewundere das, was du da vor dir siehst. Unterwäsche sieht nämlich nicht nur in Hochglanzmagazinen toll aus, sondern bereits auf der Frau, die vor dir steht. Und wenn du eine Anleitung dazu haben möchtest, wie du einen BH nur mit einer Hand aufmachen kannst, dann kannst du dir gerne das Video anschauen, was wir dir hier noch verlinkt haben. Anstatt dir also den BH vom Leib zu reißen und platsch die Hände drauf, kann man eher sanft anfangen und das Ganze langsam steigern. Bei den Berührungen sind eher so ganz sanfte 0-Gramm-Berührungen, als würde man die Hand auf eine Waage legen und es würde immer noch 0 Gramm anzeigen. So sanft erstmal über den Körper streichen und dabei nicht vergessen, dass man zum Beispiel neben den Händen ja auch noch den Mund zur Verfügung hat und das heißt, man kann sich küssen oder eben auch sie einfach so küssen. Ja, genau. Und die Frau besteht auch noch aus anderen Körperteilen als nur aus Brüsten. Es gibt zum Beispiel auch noch Schultern, es gibt die Arme, es gibt die Körperseite, die sehr empfindlich ist. Und wilder kann es ja dann immer noch zugehen. Es sei denn, die Frau verlangt in dem Moment schon danach. Viele Männer finden es angenehm, wenn der Hoden flächig berührt wird. Frauen finden es auch gut, wenn die Brüste flächig berührt werden. Es geht ja auch um die Frauen jetzt und nicht um den Hoden von uns Männern. Also, flächig berühren ist eine Sache, zum Beispiel hinter sie stellen und dann mit beiden Händen die Brüste nehmen und so ein bisschen anheben oder auch mit der gesamten Handfläche dann drüber streichen. Anheben wird in der Regel als angenehmer empfunden als das nach unten ziehen oder auch das Zusammenquetschen. Und zum Stimulieren kannst du auch außer deiner Hände andere Hilfsmittel dazu nehmen, beispielsweise Federn oder Pinsel. Also besonders weiche Sachen bieten sich gut an. Auch Stoffe wie Plüsch oder Fell oder auch ein leichter Baumwollstoff. Oder warum nicht einfach das Oberteil nehmen und sanft nach oben ziehen, sodass es ganz sanft über die Brüste gleitet. Es gibt einen guten Grund, warum wir Männer zwei Hände haben.
Das heißt, vernachlässige bitte nicht eine Brust von ihr, nur weil die eine Hand gerade da irgendwie griffbereit ist, sondern denk dran, sie hat zwei davon, auch wenn du jetzt mit einer eigentlich schon zufrieden bist. Ein bisschen Gerechtigkeit, stell dir vor, du hättest jetzt Zwillinge als Kinder, dann würdest du auch nicht die ganze Zeit nur das eine Kind füttern und das andere verhungern. Genauso ist es da auch, Frauen lieben das, wenn sie ganzheitlich betrachtet werden. Manche Stellen der Brust sind übrigens empfindsamer als andere Stellen. Das bedeutet also, wenn du jetzt so die Brust vor dir hast und sie anfasst, dann können einige Körperregionen ganz andere Lustempfindungen hervorrufen als andere. Und jetzt gilt es herauszufinden, welche besonders sensibel ist. Wir können dir schon mal sagen, dass die Bereiche oberhalb der Brustwarze sehr, sehr sensibel sind und dort auch ganz besonders auf Berührungen reagieren. Außerdem der Außenbereich, der gesamte Außenbereich der Brust. Und die Brustwarzen, das ist nochmal ein separates Terrain sozusagen, da gehen wir nachher nochmal gezielt drauf ein. Genau, das heißt, nähere dich auf jeden Fall flächig in größeren Bewegungen von außen nach innen. Und wenn du jetzt berührst, dann gibt es eigentlich drei grundsätzliche Arten, mit der Hand zu berühren. Einmal mit der Handfläche zu berühren, mit der Rückseite der Finger zu streichen oder auch mit den Fingerspitzen, das heißt punktuell. Und das wiederum kann man aufteilen in punktuell verteilt oder auch eher wie so eine Art Linie drüber zu fahren. Einfach mal mit experimentieren. Was man auch machen kann, ist natürlich zu lecken. Dabei aber nicht wie so ein Bernhardiner, sondern zu gucken, irgendwie ein bisschen feucht darf es sein, aber sie nicht komplett nass lecken. Lecken ist die eine Sache und küssen ist nochmal eine andere Möglichkeit, die du natürlich auch an den Brüsten machen kannst. Viele Frauen mögen es auch, wenn du Öl einsetzt. Das kannst du dir vielleicht auch selber vorstellen, dass mit Massageöl sich einfach Berührungen nochmal sanfter und zärtlicher auf der Haut anfühlen. Dann kannst du auch die Frau ruhig erahnen lassen, dass du dich langsam zu den Brustwarzen vortastest. Vielleicht schon mal vorher drüber pusten, das schürt auf jeden Fall die Vorfreude. Und wenn du das alles bedacht und auch gemacht hast, dann sollte sie jetzt schon ziemlich erregt sein und die Brustwarzen sollten entsprechend reagiert haben. Das heißt, die Warzenvorhöfe ziehen sich zusammen, werden kleiner, die Brustwarze steht etwas mehr hervor und wird deutlich härter. Und gleichzeitig, jetzt kommt der interessante Teil, werden sie einfacher zu stimulieren. Das heißt, sie ist viel empfindsamer für Reize und jegliche Art der Stimulation. Also geh ruhig sanft dabei vor, wenn du sie jetzt weiter stimulierst an den Nippeln. Nimm deine Fingerspitzen, du kannst auch die Handfläche nehmen und dabei wirklich sanfte Bewegungen machen. Kreisende Bewegungen sind sehr gut, sowohl mit Fingerspitzen als auch mit der Handfläche. Später kannst du auch noch den Mund dazu nehmen. Und was du auch machen kannst, ist, aber da solltest du dir unbedingt das Feedback der Frau einholen, zwischen Daumen und Zeigefinger die Brustwarze zu nehmen und auch sanft zu drücken. Aber das ist halt von Frau zu Frau unterschiedlich, ob sie das mag oder eher nicht. Mit dem Mund kannst du ihr als Mann auf jeden Fall richtig viel Freude bereiten, auch an den Brüsten und Brustwarzen. Man steigert es vom Küssen über das Lecken bis hin zum Saugen und final dann zum Knabbern. Das Knabbern ist aber quasi die intensivste Disziplin davon, das heißt da vorsichtig sein und sehr deutlich auf ihr Feedback achten. Also sobald du merkst, oh, das tut ihr jetzt richtig weh, zurückschrauben. Gerade mit den Zähnen kennt man ja sonst auch von den Techniken am Penis, das ist sehr unterschiedlich. Dann gibt es aber noch eine Technik und zwar die Unterdrucktechnik. Das heißt, du atmest durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus, während die Brustwarze im Mund ist. Das heißt, es entsteht einerseits beim Einatmen wie eine Art Sog und beim Ausatmen wie ein Druck. Und dieser Wechsel von Sog und Druck, da könnt ihr auch mal mit dem Rhythmus vom Atmen spielen. Das wird auch oft als sehr angenehm empfunden. Und jetzt kommt etwas, das wissen viele Männer nicht und sollten sich viele hinter die Ohren schreiben. Denn warum mit der Stimulation aufhören, wenn es jetzt zur Penetration kommt? Das schließt sich überhaupt nicht aus. Im Gegenteil, es ist sogar sehr, sehr sinnvoll, dass ihr die Brüste weiter stimuliert, auch wenn ihr Sex habt. Denn Frauen sind in dem Zustand total erregbar und ein Orgasmus kann sogar noch intensiviert werden. Und wenn die Brüste stimuliert werden und sie sehr erregt ist, also die ganze Frau schon wirklich völlig außer sich ist, dann kann es auch sein, dass sie es mag, dass man noch intensiver stimuliert. Auch da auf ihre Reaktionen achten, aber am Anfang war es immer so langsam und zaghaft, dann kann es auch schon mal deutlich heftiger sein. Wenn euch jetzt dieses Video gefallen hat und euch Brüste grundsätzlich interessieren, dann gibt es eine Playlist mit mehreren Videos dazu. Zum BH öffnen mit einer Hand, das ist ja schon angesprochen, aber auch zum wie hat man denn Sex mit Brüsten, also wie kann man Penis und Brüste kombinieren, sodass beide Spaß haben und so weiter und so fort. Also alles rund um die Brust in der Playlist verlinkt. Schaut sie euch an, ansonsten sind wir raus. Ja, sicher macht Sex Spaß, auch mit Brüsten. Mann, haben wir das Gleiche gesagt. Brüste. Egal.